Merhaba, ihr Verborgenen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Mirage mit unserem jungen Basim. So jung ist er gar nicht mehr. Wir sind im Haus der Weisheit und müssen jetzt den Schlüssel finden. So, ich muss jetzt mal schauen. Nein. Wer hat einen Schlüssel? Die auf jeden Fall nicht. Ja. So, ich mache jetzt mal hier... Oh, nein, 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 nein. So. Sehen die mich hier? Nein, okay. Also der Schlüssel muss ja hier irgendwo in der Nähe sein, Freunde. Der kann ja jetzt nicht ewig weit weg sein. Wie sieht's mit ihm aus? Könnte ich ihn nicht vielleicht sogar direkt... Was? Klar, mach mal. Komm mit, Junge! Abflug. Ciao. So, hier... Ja gut. Oh! Er hat den Schlüssel. Er hat den Schlüssel, Freunde. Nice. So, da stehen jetzt die Kollegen. Mal kurz an der Nase juckeln. Wisst ihr, was ich da mal machen kann? Wir haben doch... Ja, wir haben. Pass mal auf. Zack. Nice. Und jetzt... Wie früher, Freunde. Zack. Und... Zack. Und weg. Ach, nice, wie hier der Staub noch liegen bleibt. Aber er verschwindet auch gleich wieder. Schade. Wäre cool, wenn der jetzt noch bleiben würde. Aber man kann ja nicht alles haben, Freunde. Wer mag, ist schon verstaubt. So, da ist der Schlüssel. Taschendiebstahl. Okay. Wir haben den Schlüssel. So, jetzt gehen wir auch hier wieder zurück, am besten. Zackig, Basim, zackig. So. Und dann müssen wir hier hoch. Ne? Und wo war jetzt die Tür? Ich glaube, auf der anderen Seite. Nachricht zu vermisst, das hat sie ja schnell rumgesprochen. Nachricht zu vermisstem Schlüssel. Das Haus der Weisheit ersucht diejenige Person, die den Schlüssel zur astronomischen Bibliothek im zweiten Stock ausgeliehen hat, diesen baldmöglichst bei einem der diensthabenden Bibliothekare abzugeben. Aha, okay, nee, es geht nicht um uns. Oder vielleicht doch, aber so schnell kann sich das doch nicht rumgesprochen haben. So, und wir müssen jetzt hier... Ne? Und dann hier... So. Schwert des Abbasidenritters. Hilfsmittel aufwerten? Ja. Falscher Tab. So, Inventar. Schwert. Schaden 5... Oh ja. Oh ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Das nehmen wir auf jeden Fall. Achso, Dirham. Kram, 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 Kram. Okay. Ja, das wollte ich nur, liebe Freunde. Mehr ist es gar nicht. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Neues Schwert ist am Start. Dann kann es jetzt weitergehen. So, wir müssen wieder runter in den Hof. Oh, schnell weg. Wir müssen wieder... Oh Gott, oh Gott. So, nahen Fall anzeigen. Durchsuche Ahmads Werkstatt. Fall verfolgen. Sprich mit dem Karaman. Ich grüße dich.
Dürfte ich fragen, wo sich der gelehrte Ahmad ibn Musa aufhält? Ah, ja. Der Abenteuerlustigste der Banu Musa. Seine Werkstatt ist gleich hinter mir. Hab vielen Dank. So, da ist auch schon die Werkstatt. Nice. Basim, hey! Neunfinger, hier drüben! Nihal, was hast du denn da, Gelegenheitsdiebin? Ein Buch. Ich habe es geschafft, zumindest eins vor dem Feuer zu retten. Nice. I for. Wenn sie dich beim Stehlen erwischen. Schneiden sie einen Finger ab. Ach nein, eine ganze Hand. Das ist nicht lustig. Dann lach nicht. Ich sehe schon, dir sitzt der Schalk im Nacken. Ich habe zu tun. Nichts, das dich betrifft. Oh, geheime Dinge der Verborgenen. Ja. Was ist es dieses Mal? Erstechen? Stehlen? Erstechen und dann stehlen? Das ist dein Gebiet, Nihal. Du hast vielleicht einen Finger verloren, aber deinen Charme hast du noch. Na gut, ein paar haben wir schon erstochen. All diese Werkzeuge und Bücher, das ist Ahmads Raum. Aber wo ist er? So, Codex aktualisiert. Nice. Hier gibt's Kram. Noch mehr Kram. Ist das hier untersuchen? Messwerkzeuge, wie sie mein Vater besaß. Doch diese gehören Ahmad. Es sei denn, Ahmad ist mein Vater. Ein weiterer Gedichtband von Arib. Tabit wäre begeistert. Dem Brief nach sind diese Bücher für Ahmad. So, die Hälfte an Hinweisen haben wir gefunden. Was ist das hier? Wegen? Okay, nice. Und jetzt das hier. Wop. Zack. Ahmad scheint an etwas Neuem zu arbeiten. Aber an was? So, dann machen wir mal kurz den hier. Ah, hier ist noch was. Ahmad signiert seine Arbeit immer. Das ist eindeutig sein Werk. Schaubilder, Maschinen und andere Seltsamkeiten. Das ist ganz klar Ahmads Werkstatt. Aber wo ist er nur? Wo ist er nur? Tja, sprich mit dem Gehilfen. Entschuldigung, kann ich dir helfen? Oh, hallo, na? Ja, ich hab hier sauber gemacht. Ich bin auf der Suche nach Ahmad ibn Musa. Weißt du, wo ich ihn finde? Vielleicht kann ich behilflich sein. Folge mir. Ist das dein erster Besuch im Haus der Weisheit? Nein. Als Kinder brachten eine Freundin und ich uns in eurer Bibliothek heimlich das Lesen bei. Alle jungen Leute sollten eurem ehrbaren Beispiel folgen. Die Wärter, die uns jeden Tag von den Bücherstapeln vertrieben, sahen das anders. Sie taten nur ihre Pflicht. Und was studiertest du im Haus der Weisheit? Ich war für Gedichte und Heldengeschichten zu haben. Meine Freundin eher für heidnische Götter und dunkle Magie. Interessant. Und bist du deiner jugendlichen Leidenschaft gefolgt und zum Gelehrten geworden? Wenn es so viel zu erleben gibt? Nein. Man könnte sagen, ich bin ein Mann mit einer Mission. Ah, verstehe. Und was ist mit deiner Freundin? Nein, nein. Sie ist immer noch auf der Suche nach etwas. Nur weiß ich nicht, wonach. Eine Schande. Nun eile dich. Es ist nicht mehr weit. Naja, bin hinter dir. Wachen! Hilfe! Ich werde angegriffen! Oh, nein. Oh, du Penner! Okay, 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 okay. Und ich habe nur noch halbes Leben. Ein Traum. Ein Traum wird wahr. Warte mal, ich muss... Pass mal auf, ich mach mal hier den. Oh. Ich mach dich alle. Okay, dann kommt mal her. Oh, jo, 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 alle auf einmal. Na klar, na klar. Oh, das war klar. Ui, 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 ui. Na los, komm her. Bam, zack. Okay, das ist schon ziemlich sick, ne? So, komm mal her. Okay, cool. Oh Gott, oh Gott. Oh, hey lol, das hätte ich jetzt blocken können?
sag hallo! Nein, das konnte ich nicht blocken. Oh, ich muss was zu mir nehmen. Das konnte ich auch nicht blocken. Verdammt! Das hätte ich jetzt blocken können. Mann! Das nicht. Das auch nicht. Den jetzt wieder? Nein, den auch nicht. Den auch nicht. Den auch nicht? Okay. Irgendwie hat das keinen Sinn, Freunde. Das glaube ich auch. Oh, okay, ich probiere mal. Warte mal, kann ich jetzt vielleicht... Ah. So, die liegen auch auf der 2. Pass mal auf, ich probiere jetzt das mal. Kann ich jetzt... Hä? Eliminieren, da stand eliminieren, verdammt. Was? Dieser Gegner trägt eine Rüstung, aber sein Rücken ist verwundbar. Hilfsmittel können ebenfalls wirksam sein. Okay. Ich probiere das jetzt nochmal. Kann ich ihn eliminieren? Eliminieren, eliminieren, eliminieren. Warum? Kann ich ihn echt nur in den Rücken hauen, ja? Ich will ihn eliminieren. Ah, verdammt. Was war denn jetzt? Oh. Okay, aber wir haben ihn gleich, Freunde. Jetzt komm noch einmal. Zack. Bumm. So, mein Freund, jetzt komm mal her. Dass ihr aber auch hier bleibt und nicht abhaut. Komm mal her, Junge. Tu mir nichts. Hä? Du hast mich in eine Falle gelockt. Ich sollte dich gleich hier erschlagen. Verschone mich bitte. Dann sage mir, wo ist Ahmad ibn Musa? Bitte, Herr. Ich weiß nicht, wo er ist. Wirklich, ich weiß es nicht. Was sollte dann der Hinterhalt? Er hat es verlangt. Wer denn? Doch sicher nicht Ahmad. Ich kenne seinen Namen nicht. Er trägt stets eine Maske. Und was will dieser maskierte Mann? Der Orden. Er befiehlt mir, alle von der Grabungsstätte beim Haus der Weisheit fernzuhalten. Sonst... Sonst was? Er stellt etwas mit meinem Kopf an. Wie bei den anderen. Bitte, verschone den armen Mamid. Wo ist diese Grabungsstätte? In der Wildnis. Vor der Stadt. Ich zeichne dir gleich eine Karte. Kurz aufgestoßen. Die Karte sollte mir den Weg weisen. Okay, als nächstes müssen wir dann dahin zur Ausgrabungsstätte. Ich finde dich, Ahmad. So. Wo ist denn das? Vor der Stadt, hat er gemeint. Geschichte aus Bagdad. Nun gut. Ich gucke mal, was haben wir hier noch? Historische Städte, die haben wir. Ich würde mal das hier noch einsammeln. Buchsammler. Folge dem Feuerpfad. Was ist das noch? Finde den Buchwart. Nachforschungen. Okay, aber das ist noch was anderes. Aber wenn das hier in der Nähe ist, das ist doch das, ne? Ja, dann kann ich das doch auch gleich machen. Okay, dann machen wir das mal folgendermaßen. Wir gehen jetzt nochmal ins Haus der Weisheit. Ich sammle, komme ich hier rein? Ja. Ah, nice. Hinweis entdeckt. So. Schöngeistiger Salon. Sehr schön. Und jetzt muss ich noch da hoch. Okay. Ich sollte mich mal im zweiten Stock umsehen. Machen wir.
So, da geht rein. Die Bibliothek ist gut bewacht. Da muss etwas passiert sein. Oh. Der Buchwart könnte sich im südwestlichen Flügel befinden. Okay, ich muss hier mal ganz kurz mir einen Überblick verschaffen. Nee, auf V. Die Frage ist, wo muss ich hin? Bestimmt hoch und dann... Okay. So, kommt er jetzt wieder zurück? Bestimmt, oder? Ja. Hey! So, hier sind die zwei Kollegen. Der steht da hinten. Wird aber bestimmt auch gleich wieder zurückkommen. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich habe noch 5 Wurfmesser. Ich könnte versuchen, wenn er zurückläuft... Oh, das wird hart. Das wird hart, Freunde. Okay, sobald er sich umdreht und ein Stück weg ist. Das war ein bisschen zu früh. Okay. Da nichts mehr holen. Angemessenes Bibliotheksverhalten. Verhalte dich in der Bibliothek leise. Mal gemacht. Bringe Bücher an ihren Platz zurück. Nimm keine Werke ohne Erlaubnis. Okay, Freunde, bis jetzt halten wir uns da wirklich dran. So, hier komme ich nicht rein. Hier ist bestimmt auch zu. Was ist hier? Hier ist bestimmt abge... Hier ist abgeschlossen. Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Okay, wir brauchen hier keinen Schlüssel. Klack. So. Ich guck mal eben, aber hier... Nee, hier ist nichts. Okay. Dann müssen wir wieder in die andere Richtung. Kram nehme ich noch mit, ist doch klar. Und jetzt muss ich hier lang? Schon, oder? Zack. Hier geht's bestimmt weiter. Kurzen Überblick verschaffen. Da stehen Wachen. Hier ist eine Wache. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ach du Scheiße. Oh, hier ist richtig was los, Freunde. Hier ist richtig was los. Geh mal ein Stück zurück. Wie weit kann ich da zurückgehen? Weil den Großen werde ich damit nicht erwischen. Ich hab den Großen erwischt damit? Das gibt's ja gar nicht. Es tut mir leid, dass ich jetzt nicht hingeguckt habe, Freunde.
Guckt bloß nicht hoch, Jungs. Guckt bloß nicht hoch. Hilfe! Oh, Baby! Verdammt, ich muss meinen Adlerblick machen. Komm, der muss doch hier irgendwo sein, Mensch. Schön hier einen Weg legen. Prima. Okay, hier ist nix. Sagen. Du wirst Fehler machen. Warte mal, da oben? Nee, aber hier ist doch nichts, ne? Es geht irgendwie noch hoch. Allah, hab Mitleid! Wo ist die Schachtel? Ich will mein Wurfmesser nicht verschwenden. Komm, dreh. Jetzt kommt der nächste. Er guckt her. Sehr gut. Alter, okay. Wir müssen irgendwie wahrscheinlich da hoch. Es gab ja noch eine andere Seite. Zack, ich nehme die jetzt alle mit. Ist mir egal. Komm her. Ach, guck mal hier. Was ist hier? Hier geht's wieder runter. Nee, hier ist auch nichts. Verdammt, wo ist der denn? So, da müssen wir jetzt in die Richtung. Ja. Oh, 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 oh. Was ist denn? Blutentöne. Hab ich dich. Nicht sein Ernst. Und dann ist hier gar nichts, oder wie? Doch. Ja, aber dann komme ich doch nur auf der anderen Seite wieder raus. Toll. Also irgendwie, ich wollte doch gerade. Okay. Ich rufe Unterstützung. Scheiß, was du tun, Junge. Bin ich jetzt dran? Oh, ich hasse das, wenn. Dein Kopf zieht bald mein Speer. Au. Okay, wir müssen wieder abhauen. Oh. Jedes Mal sieht er mich. Mann, nein, nein. Komm jetzt, Attentat. Alter, was? Oh Mann, was ist denn das jetzt? Ich weiß nicht, wo dieser Buchwart sein soll, ne? Bleib stehen und kämpfe!
Oder ich bin... Wo bist du, meine kleine Gazelle? Hier unten. Jetzt komm. Schön in den Knöchel rein. So. Oder ist es wirklich doch... unten. In der Bibliothek. Aber wofür bin ich denn, also wofür sind hier die ganzen Wachen? Verstehst du? Und außerdem war drüben auch Durchsuchungsgebiet, oder? Versteh es nicht. Da ist er, da ist er. Da drüben. Ich Idiot und ich renne da den... Die ganze Bibliothek leer geräumt jetzt. Was macht denn er da eigentlich? Zack. Da ist der Buchwart. Ja, ich meine, die Flucht müsste ja ziemlich einfach laufen dann. Erstmal ihn hier. Er hat nichts mitbekommen. Wurfmesser wieder einstecken, bitte. Oh, komm jetzt hier. Zack. Okay, Freunde, tut mir leid, der Buchwart war doch ganz woanders. Aber, hey, was soll's? Er hat etwas in der Hand. Stoff vom Gewand einer Frau. Wer ist sie? Er ist tot. Aber er konnte mit seinem Blut noch Manzach schreiben. Ich frage mich, seltsame Feuer und ein toter Wart. Schrecklich. Ich muss mich beeilen. Fall abgeschlossen. So, okay. Finde heraus, warum der Buchwart diesen Ort mit seinem Blut benannt hat. Ich mache jetzt hier erstmal einen Abgang. So. Erkunde die Schreibstube. Das machen wir auch noch ganz fix. Moin. Warum habe ich das jetzt gemacht? Verdammt! Genau, Missgeburt. Ha 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 ha. War völlig unnötig. Warum habe ich das gemacht? Ich hatte irgendwie keine Ahnung. Keine Ahnung, ich dachte irgendwie, wir kommen jetzt in ein Gebiet, wo wir nicht hin dürfen, aber das macht ja gar keinen Sinn, weil wir sind ja ins Freie raus. Keine Ahnung, Freunde. Und hier gibt's Kisten, Freunde. Kisten. Ich halte besser die Augen offen. Die Schreibstube. Geh weg! Geh weg! Leihe mir deine Augen. So, er zieht ihn doch... Oh! Was war denn jetzt? Versuch mal ein Attentat. Okay. Ich brauche deine Hilfe, Sabine. Jo! Verzeih mir, Enkidu. Ich war unachtsam.
In Kido wegen eines Schützen im Gebiet nicht verfügbar. Krass. Enkidu. Ja, kommt ruhig mal alle her. Mal zieh die doch ins Gebüsch, Mensch. Achtung! Sachla befiehlt, den Gefangenen vorzubereiten. Ich glaube, wir müssen da durch. Hier. Die Wache hat vielleicht den Schlüssel. Hab doch ein Herz. Der Mann hat seit Tagen nichts Ordentliches gegessen. Wir haben unsere Befehle. Niemand darf zu dem Gast hinein. Der Arme. Mit einem Haufen Bücher eingesperrt. Ich würde wahnsinnig werden. Wir haben einen Hinweis entdeckt, Freunde. Das Gespräch der Wachen. Bist du der Scharfschütz? Oh. Man hat mich gesehen. Kein anderer bist du ja! Komm her. Moment. Dämon! Ah. Was war das? Na komm, schlag zu! Wir sind nicht länger eine Gefahr. Flieg, wie es dir gefällt. Pass ihm ganz ruhig. Alles gut. So, okay. Los, Enkidu. Kurz mal hier. Die Wachen alle spotten. Er hat den Schlüssel, okay. Schön, dass du da stehst, Junge. Ich finde es sehr cool, dass auch bei den großen Leuten die Attentate sofort zum Tod führen. Ich meine, das war in Odyssey nicht so. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man jetzt jeden einfach mit dem Attentat ausschalten kann, egal welchen Gegner, könnte halt auch dann ein bisschen zu einfach sein alles. So, jemand wird gefangen gehalten. Schlüssel für die verschlossene Tür erhalten. Wo ist jetzt die verschlossene Tür? Da ist noch eine Kiste, da ist auch noch eine verschlossene Tür. Ich habe keine Hilfsmittel mehr. Dann müssen wir das Ganze mit den Dingern hier regeln. Zack. Oh Gott. Nichts Gutes, mein Freund. Nichts Gutes. Zack. Essen, jawohl. Hier geht's dann noch wieder raus, oder? Ja. Oh, kommt da jemand? Nee. Nice, stochert die da drin rum, die Penner, das gibt's ja gar nicht. Aber hier geht's doch dann schon wieder raus, hör mal. Ah, okay. Da ist unser lieber Uwe Teschner, liebe Freunde. Er ist tatsächlich wieder in Assassin's Creed mit dabei, seine Stimme. Töten? Warum geht jetzt töten nicht? Oh nein, wieder ein großer. Oh nein. Okay, Freunde, ich muss abhauen. Das sind zu viele. Das sind leider zu viele. Ich habe das Gefühl, es wird heute wieder eine längere Folge, Freunde. So, Wurfmesser. Ein Traum. Wie kann ich die jetzt... Warte mal. Wieso eins?
War da nur eins in der Kiste oder was? Sie gehen alle runter. Hoch. Ich töte dich. Schnell runter. Sie sind alle oben. Was ist? Hä? Tür! Hier ist die Tür! Muss ich erst unbekannt sein oder was? Oh, dein Ernst? Was war denn jetzt das Problem? Die müssen echt erst alle an ihren Platz zurück. Das kann doch nicht wahr sein. Wir machen jetzt mal so hier. Hat jemand gesehen? Es hat jemand gesehen. Er geht wieder zurück. Was hätte ich... Warum? Hä? Was übersehe ich jetzt? Ach so, muss ich das... Aber das bringt doch nichts, oder? Nö. Ich weiß nicht, Freunde. Ist das die falsche Tür? Aber... Es war an der Zeit. Und wieder schalte ich erst einmal alle Wachen aus, ey. So. Zack. Zack. Da steht auch noch einer. Ja, das wird heute eine längere Folge, Freunde. So, komm, jetzt ist doch hier wirklich... Also bitte. Ich verstehe es nicht, das ist doch... Das ist doch das Schloss! Warum komme ich hier nicht rein? Vielleicht wirklich... Oh, Freunde. Was für ein Krampf. Töte mich nicht. Bitte. Gib mir mehr Zeit. Ich habe es fast gelöst. Ganz ruhig, Keine Uwe. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um dich zu töten. Was versuchst du da zu lösen? Das Buch? Ich sagte, ich könnte es nicht. Ich kenne die Sprache nicht. Aber sie ließ mir keine Wahl. Wer? Eine Frau namens Sachra. Eine der Gelehrten hier. Was ist das für ein Buch? Wie heißt es? Ich weiß nur, dass eine Schrift verwendet wurde, die ich noch nie gesehen habe. Und ich kenne Hunderte. So wie Sachra davon spricht, ist es eher ein Artefakt oder Relikt als ein Buch. Ich erzählte Lügen über mein Vorankommen, damit sie mich nicht töten. Ich kann kein Wort lesen oder auch nur sagen, ob es überhaupt eine Sprache ist. Wo finde ich Sachra? Ich weiß es nicht. Sie könnte überall in der Stadt sein. Ich will nur nach Hause. In Ordnung. Bring dich in Sicherheit, ehe die Wachen wiederkommen. Ja, es sind keine Wachen mehr. Alles gut. Aber eine Katze! Jetzt muss es etwas geben, das mir weiterhilft. Die Katze weiß etwas. Oder an die Ordnung. Dieser Brief des Ordens erwähnt Arib.
Ist es eine unschuldige Bemerkung oder etwas Düstereres? Nines Nachricht. Das Buch beunruhigt mich. Ich lasse es besser hier. Hier hätte ich jetzt natürlich wenigstens mal den Inhalt auch lesen können. So, dann mache ich gleich mal. Zack. Bücherlieferungen. In diesem Brief steht, wo das Anwesen der Gelehrten Sahra ist. Zeit, Sahras Anwesen einen Besuch abzustatten und zu sehen, ob sie zum Orden gehört. Eine so eigenartige Maschine wie diese sah ich bereits in Ahmads Werkstatt. Okay, Freunde, aber ich würde sagen, darum ja, kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.